Louis Wenzler ist bei mir, der Erste, die anderen stehen schon hinten dran. Wir machen das jetzt mal so in einer Serie durch. Ja. Louis, willkommen bei den Löwen. Ja, danke schön. Kurzen Satz zum Spiel heute. Ja, also wir haben halt schlecht reingestartet und ja, das zeigt halt Ergebnis. Du kommst aus Balingen-Weinstetten zu uns. Genau. Erzähl mal kurz was über dich, dass wir dich kennenlernen. Also ich habe angefangen in Speichingen, ganz früh mit 4, 5, wo da haben auch meine Eltern gespielt. Und dann bin ich irgendwann mal in der C-Jugend nach Balingen gewechselt. Und dort habe ich jetzt bis zur ersten Jahr B-Jugend gespielt, die Saison auch und hier auch gegen die Löwen. Und so habe ich jetzt nächstes Jahr, dann bin ich zu Löwen gegangen, ja. Okay. Und in einem Satz, was nimmst du dir vor für nächste Saison? Ja, ich denke mal so weit wie möglich kommen. Also unser Ziel ist wahrscheinlich schon die Deutsche Meisterschaft, so wie jedes Jahr hier. Und auch natürlich mich persönlich weiterzuentwickeln. Okay, super. Dann ja. Danke dir, wir geben weiter. Okay, Karl super, Sommer dann. So, Schlag auf Schlag. Karl, hallo. Hallo. Kein Unbekannter hier in Gronau, ne? Auch die Familie Sommer ja recht aktiv. Ja. Theo in der A-Jugend und du dann in der B-Jugend. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Bist du familiär gefolgt sozusagen dann ja, jetzt? Ja, so kann man das sagen. Ich bin ja auch Theo schon damals von der TSG Hasloch dann gefolgt zum TV Hochdorf und dann später ja dann HLZ. Ja. Und ja, jetzt geht der Weg weiter. Wohin geht er denn, wenn es nach deinen Wünschen geht? Hoffentlich bald da, wo Theo dann aufgehört hat mit der B-Jugend. Ja, also ich meine, sie wurden damals deutscher Meister. Und das war schon eine großartige Erfahrung und hoffentlich können wir dann bald auch so weit kommen. Die ganze Familie ist handballverrückt, oder? Das darf man ja sagen, oder? Ja, ja, damals schon mein Vater und mein Opa auch schon ja. Und der kleine Bruder ja auch. Deswegen, das geht da Schlag auf Schlag. Ja. Und drumherum auch alle eingebunden mit Fotos machen, mit Berichte schreiben ja, und so. Ja, also genau. Familie Sommer, vielen Dank. Und du darfst weitergeben an alles den Matej. Matej. Matej Simicic, auch aus Hochdorf-Riesenheim, ja, jetzt zu uns genau. Gekommen. Ja. Fühl dich willkommen und sag uns mal, wie bist denn du zum Handball gekommen? Also damals, als ich noch klein war, ungefähr 7 Jahre alt, waren halt viele von meinen Freunden beim Handball. Ja. Und dann bin ich auch ins Handball gekommen. Man hört keinen Pfälzer-Dialekt raus. Nee. Wo kommst du her? Also ich bin hier geboren in Baden-Württemberg, in Sinsheim. Okay. Und ich bin halb Kroate. Okay, alles klar. Was nimmst du dir denn vor für die Löwen, für die B-Jugend-Saison dann in der nächsten... A-Jugend. Nächsten Jahr. A-Jugend, genau, ja. Dann natürlich eine erfolgreiche Saison, hoffentlich viel Spielzeit und viele Siege. Guckst morgen auch die A-Jugend dann an, voran? Ja, ich denke. Das Rückspiel dann morgen, das können wir hier den Programmhinweis machen, Halbfinale. 3 Tore Rückstand sind es bei der A-Jugend nur, aber da müssen sie auch nochmal alles geben, dann gegen die TSV Burgdorf. Und da geht es um den Finaleinzug. Kurzen Satz zu heute, läuft noch nicht so, oder? Ja, es ist ein schnelles Spiel, Abwehr noch nicht so, auch Angriff, viele Fehlwürfe, ja. Aber... Muss noch besser werden. Genau. So, du gibst weiter bitte an Team Löhr. Ja. Der steht schon parat. Tim, sei Servus. Du auch willkommen bei den Jungen Löwen. Hallo, dankeschön. Und erstmal einen Satz zum Spiel heute. Boah, ja, mal gucken, was noch geht. Ja, es wird schwer. Erzähl uns mal, wo kommst du her, wie bist du zum Handball gekommen? Ja, also natürlich hat es schon in der Familie sehr früh angefangen. ja, ich hatte sehr früh auch schon sehr viel Spaß daran und ja, genau so hat es dann mit 3 Jahren angefangen. Bei der HG Oftersheim Schwetzingen. Und genau, das war auch bis jetzt mein einzigster Verein. Und jetzt ja, geht's halt mal zu Löwen. Ja. Bin gespannt. Ich habe es eben bei Karl Sommer gesagt, handballverrückte Familie, das trifft ja dann für dich genauso zu. Ja, ne? Auf jeden Fall. Genau, also mein Dad hat ja selber auch mal bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt. Genau. Und ja, genau. Holger Löhr kommt auch wieder zurück als Drittligatrainer. Genau, ja. Dann auch Familie Löhr, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Und wir machen weiter mit Nick hier, Nick. Jo, alles klar. Der lauert schon. Das hatte man auch noch nicht, dass wir in Serie so viele Interviews dann hier durchmachen. Nick, hier Nick, erzähl was über dich. Du kommst aus Oftersheim-Schwetzingen, ne? Ja, also ich spiele schon, seit ich klein bin, eigentlich bei der HG Oftersheim-Schwetzingen. Und ich bin da einfach groß geworden und ja. Und jetzt geht es ein paar Meter südlicher zu den Junglöwen. Was nimmst du dir da vor für die B-Jugend dann? Auf jeden Fall deutsche Meisterschaft zu spielen, mich persönlich weiterzuentwickeln und die Mannschaft gut zu unterstützen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit der Mannschaft zu spielen, weil ich kenne schon ein paar aus HBW oder aus anderen Landesverbänden. Und sind echt gut, sehr, sehr gute Spieler dabei. Dann dir auch viel Erfolg. Wir warten dann auf Dario Benefeld.
Danke. So, Dario, hallo, auch willkommen. Erzähl kurz was über dich, wo kommst du her, was nimmst du dir vor? Also, ich komme aus Schwetzingen, ja, und habe auch bei der HG gespielt. Und ja, ich nehme mir vor, jetzt hier bei den Löwen, ja, deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Also das ist mein Ziel. Bei dir auch handballverrückte Familie oder eher Einzelfall? Komplett durchgemischt. Also mein Bruder spielt Basketball, mein Vater hat Fußball gespielt und meine Mutter hat auch Basketball gespielt. Also wir haben alles in der Familie. Okay, herzlich willkommen und wir geben jetzt weiter auf, an Konstantin Mader. Alles klar, danke schön. Um die deutsche Jugendmeisterschaft. In der Stadthalle. Schauen, Jano Filder noch nicht da, gibt uns noch ein bisschen Zeit. Wen haben wir jetzt? Konstantin Mader, genau. Kadettenschaffhausen aus der Schweiz. Ja. Ja? Bist du auch Schweizer? Oder? Nee, ich wohne in Süddeutschland. Okay, das ist ja nicht weit dann, ne? Nach Schaffhausen. Okay, erzähl kurz, was du bei den Löwen vorhast. Also ich will auf jeden Fall große Weiterentwicklung im Tor erreichen, ja, die deutsche Meisterschaft natürlich, ja, und viel Spaß und Laune. Okay, viel Spaß dann dabei, ein gutes Gelingen. Danke. Und jetzt haben wir noch einen, Julian Steinert. Ne? Genau. Ich glaube, dann haben wir alle. Julian, ganz schnell, bevor das Spiel weitergeht, herzlich willkommen. Wo kommst du her? Erzähl uns kurz was über dich. Ursprünglich aus Lauchring und ich habe jetzt in Schaffhausen wie Konstantin gespielt. Ja. Und wechsle jetzt nächste Saison hierhin. Okay, kurzer Tipp jetzt für die zweite Halbzeit. Biegen die Löwen Sie noch was? Sie gewinnt noch mit einem Tor. Oh, das nehmen wir mit. Okay, also danke dir.